Yo, schön zum Mond, genau. To the moon. To the moon. Nice. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter in der Early Access. Meine lieben Freunde, jüngst kam ein neues Update raus für Planet Crafter im Developer Branch. Den muss man im Steam ja über einen kleinen Umweg aktivieren. An der Stelle nochmal die Erklärung. Rechtsklick in eurer Steam-Bibliothek auf das Spiel, dann auf Eigenschaften, Betas und entsprechend im Dropdown-Feld von keine auf Developer Branch umstellen und dann kann man dieses Update schon vorab spielen. An der Stelle eine kleine Warnung, das kann sein, dass dann die Save Games eventuell auch kaputt gehen können, wenn man diesen Branch spielt. Also Achtung, wenn ihr das benutzt. Genau, den haben wir uns vor kurzem schon mal angeschaut. An der Stelle aber der ganz wichtige Hinweis, das hier ist jetzt eine Aufnahme aus dem Hardcore-Modus, genauso auch wie die Folge, die vor dieser Folge kam. Das sind alles Episoden, die wurden noch vor dem Release von diesem Update aufgenommen. Ja, also das ist alles noch davor und da kann es sein, dass wir hier im Laufe dieses Videos ein bisschen darüber spekulieren, was alles im Update drin ist, obwohl wir das eigentlich schon wissen, weil das ist dieses Problem mit diesen Zeitreisen. Wenn ich etwas vorher aufgenommen habe im Hardcore-Modus und danach kommt das Update raus, dann bringe ich meistens die Update-Folgen vor den Hardcore-Folgen. Das heißt, es kann sein, dass es da ein bisschen jetzt ein paar Verwirrungen gibt im Laufe dieser Episode. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier darüber sinniere, ja, es wäre ja cool, wenn das im Update drin ist und was könnte das bedeuten, wenn man dieses Bild sieht und so. Das ist leider alles immer ein bisschen drunter und drüber in diesen Update-Phasen und das wird wahrscheinlich sich auch nicht ändern, weil ich werde für die Updates, wenn neue Inhalte kommen, auch immer gerne mal hin und her springen. Also ich werde auch mal dann einfach in meinen anderen Spielstand reinspringen, wo ich schon ein bisschen weiter bin, einfach damit ich möglichst schnell die neuen Sachen auch zeigen kann, wenn neue Technologien reingekommen sind oder so, dass ich das nicht erst dann dahin spielen muss, weil im Hardcore-Modus ist es natürlich noch ein bisschen schwerer, sich zu bestimmten Stellen hinzuspielen und auch der Terraforming-Progress und so, das dauert natürlich alles immer ein bisschen, bis man dann wieder an diesen Punkt angekommen ist. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Planet Crafter nicht nur im Hardcore-Modus reinziehen, sondern auch im anderen Spielstand, wenn neue Updates kommen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts um der Ecke verlinkt oder am Ende und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt findet, ob das weitergehen soll oder für den Algorithmus oder was euch auch sonst zum Spiel einfällt oder auch zum neuen Update, weil da habt ihr bestimmt auch noch das ein oder andere dazu zu sagen. Es gab schon einige Stimmen, die gesagt haben, ja, das neue Update ist ja eigentlich recht unspektakulär, aber man muss ja natürlich auch sagen, es ist relativ jetzt schnell auch gekommen und es sind ja nur zwei Leute, die an diesem Spiel entwickeln, das muss man ja auch sehen, das ist jetzt kein Riesenteam und so und dafür finde ich das schon beachtlich, dass man so relativ schnell nach dem Early Access Launch schon mal ein Update nachgelegt hat mit neuem Content. Also das finde ich jetzt schon ziemlich beachtlich für so ein kleines Team und da muss ich sagen, da bin ich echt gespannt, was die noch so auf die Beine stellen. Sie haben ja auch schon angedeutet, dass sie ein paar Änderungen so ein bisschen in ihrem Leben vorgenommen haben. Ich vermute mal, auch wenn sie es nicht explizit gesagt haben, dass sie damit meinen, dass sie wahrscheinlich ihre normalen Jobs vielleicht ein bisschen zurückfahren und dafür mehr an Planet Crafter arbeiten, weil das ist meistens die Schraube, die man stellen kann, wenn man jetzt was macht, was man cooler findet, wo man aber auch viel Geld verdient vielleicht, dass man dann den normalen Job ein bisschen zurückfährt und dann dafür mehr Planet Crafter macht und so, würde ich jetzt vermuten, dass es das ist, was sie da angedeutet haben. Und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung für uns, denn das bedeutet, neue Updates werden möglicherweise in einem größeren Umfang dann kommen und möglicherweise auch noch regelmäßig. Also es wird dann auch nicht dazu führen, hoffe ich zumindest, dass dann irgendwelche Updates verschoben werden müssen oder so, weil sie sich halt mehr darauf konzentrieren können, dass die Updates zuverlässig kommen, dass sie umfangreich sind und dass sie dann auch fehlerfreier wahrscheinlich kommen, ne? Weil dann reduziert das ja auch die Wahrscheinlichkeit für Bugs, wenn man sich mehr auf das Spiel konzentrieren kann, auf die Entwicklung vom Spiel. Also ich bin sehr gespannt, was uns da alles noch erwarten wird. Genau, und hier beim Hardcore-Modus muss man auch sagen, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, neue Inhalte zu zeigen. Um da nochmal drauf zurückzukommen, denn hier muss ich natürlich auch noch mehr auf meine Ressourcen achten, auf meinen Sauerstoff und so. Denn wenn ich hier sterbe, dann wird ja der Spielstand gelöscht. Ja, da haben einige gesagt, ja, dann kopier dir doch einfach den Spielstand, dann wird er nicht gelöscht, wenn du stirbst. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann brauche ich keinen Hardcore-Modus spielen, ja, wenn ich dann über diesen Umweg dann
versuche, das auszutricksen, dann ist es ja kein Hardcore mehr. Ja, wenn ich dann den Spielstand einfach zurückspiele, wenn ich sterbe, das macht ja keinen Sinn am Ende des Tages. Darum geht's ja, dass wenn ich den Fehler mache, dass ich sterbe, dass ich dann alles verliere, dass ich dann nicht mehr laden kann. Das ist ja der Punkt. Dann brauche ich ja keinen Hardcore-Modus spielen, ja. Also nee, das werde ich nicht machen, hier irgendwelche Spielstände kopieren und dann wieder zurückspielen. Dafür habe ich dann den anderen Spielstand oder dafür kann ich dann auch einen Standardspielstand wieder neu starten oder so, keine Ahnung. Das muss ich wirklich nicht machen. Nee, wenn Hardcore, dann richtig, ja. Also wir wollen es uns dann schon auch richtig hart geben und nicht einfach nur so Pillepalle-mäßig hier. Das geht ja nicht. Sehr schön, so gleich erstmal atmen. Fest steht nur, dass sie eine Änderung in ihrem Leben machen. So konkret von Job steht da nichts. Naja, was soll das sonst für eine Änderung sein? Also ich meine, wie kannst du mehr Zeit freimachen, wenn du plötzlich an anderer Stelle mehr Geld verdienst? Ich meine, da muss man ja nur eigentlich nur eins und eins zusammenrechnen. Ich nehme mal stark an, dass sie, was auch immer sie sonst gemacht haben, wahrscheinlich zumindest zurückfahren werden oder halt, ich kenne es ja von mir selber. Bei mir selber war es ja genauso. In dem Moment, wo du einfach mit Dingen, die dir Spaß machen, Geld verdienst, wirst du zwangsläufig dann das, was du vorher gemacht hast, einfach zurückfahren. Also andere Zeitreserven hast du ja nicht in deinem Leben normalerweise. Also es sei denn, du willst aufhören, sonst noch irgendwie zu leben, ja, dann mag das vielleicht funktionieren, aber ansonsten einfach nicht mehr schlafen, genau. Einfach nicht mehr schlafen. Also auf jeden Fall, Fakt ist, sie haben mehr Zeit für das Spiel. Wie auch immer sie das jetzt gemacht haben konkret, sie haben mehr Zeit für das Spiel und wollen sich auch mehr Zeit für das Spiel nehmen. Und das ist eigentlich für uns eigentlich die wichtigste Information an der Stelle. So, jetzt versuche ich mal noch, genau, ich versuche jetzt noch mal ein weiteres Raumschiff ein bisschen zu erkunden, indem ich jetzt einfach noch mal ein bisschen Material auch mitnehme für einen weiteren Raum, den wir da hinten mal aufbauen. Wir gehen jetzt mal zu dem Raumschiff links oben auf dem Berg, weil ich glaube, da war auch noch Uran drinne. Wir brauchen mal mehr Uran jetzt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Oh, Lirma. Warte mal, brauchte man das nicht für den Grasstreuer? Oh, guck mal hier. Warte mal, was haben wir denn hier? Ah. Hier ist wieder ein Chip. Ah, wir haben die Chips noch nicht analysiert. Siehst du mal, da war ich jetzt schlampisch. Nee, die Heizung zerlege ich jetzt mal nicht. Ich versuche mich jetzt mal erstmal nur auf die Behälter zu konzentrieren hier. Genau, wir brauchen das Uran. Wasser nehme ich mal auch mit, da habe ich jetzt nichts mehr. Das ist kein Uran. Leider kein Uran. Hier auch kein Uran. Ist auch kein Uran, auch kein Uran. Oh, warte mal, da ist ein Iridiumstapel. Den können wir mal mitnehmen. Brauchen wir ja letztendlich dann auch für die Raketenlandeplattform. Stimmt, die Raketenstartplattform wollten wir ja noch bauen auch. So, jetzt bin ich natürlich wieder voll mit Eisen. Hervorragend. Glaube, ich muss nochmal zurück und nochmal ein bisschen was wegpacken. Oder vielleicht nochmal was bauen. Wir haben jetzt immer noch nicht genug Uran. Da brauchen wir noch mehr. Wie sieht es jetzt eigentlich hier mit dem Höhlenzugang aus? Ist der jetzt schon frei? Guck mal, hier kriegen wir sogar schon das erste Osmium. Wir kommen hier schon rein. Zumindest so hier oben kommen wir schon rein. Das ist schon mal gut. So, was können wir uns denn leisten? Guck mal, wenn wir jetzt noch dreimal Titan sammeln, dann könnten wir uns die Startrampe schon mal leisten. Die Raketenstartrampe. Das wäre doch schon mal eine Idee. Und irgendwie habe ich immer das Bedürfnis, meine Hauptbase da in dieses Biom zu bauen. Alleine schon wegen den Lichtverhältnissen. Weil das da so schön hell ist immer. Aber ich glaube, wir brechen mal diesen Trend und bauen die Raketenstartplattform vielleicht mal hier hinter dieses Biom einfach. So, warte, hatten wir jetzt noch Titan hier? Nee, hatten wir keinen Titan. Ich lege jetzt erstmal das Uran und den Stab, das lege ich jetzt erstmal hier ab. Und jetzt sammle ich mal schnell noch Titan. Und dann bauen wir mal diese Rampe, dann sind wir schon mal ein bisschen was los an Zeug. Da haben wir wieder Platz im Inventar. Und haben was Sinnvolles getan. Und die Raketen brauchen wir ja auch fürs Terraforming dann letztendlich. Was ist ja auch noch so ein bisschen so ein Mysterium ist, finde ich, sind diese Felsen hier. Diese dreieckigen Felsen, die so im Dreieck aufgestellt sind. Warum kann ich das hier jetzt nicht bauen? Ist nicht eben genug wahrscheinlich. Oder die Ressourcen sind vielleicht im Weg. Ja, warte, da war es gerade irgendwo. War denn das jetzt hier? Da mich. Hier! Schau jetzt hier hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss atmen. Schnell atmen. Genau, jetzt haben wir eine Startrampe. Immer alles schön weit auseinanderbauen, damit die Wege lang sind. Ja, so zieht man Let's Plays auch in die Länge.
Apropos in die Länge ziehen, wir müssen mal auch jetzt die Chips noch analysieren, damit ich die mal los bin. Das ist nämlich auch sinnlos verschwendeter Platz im Inventar. Machen wir das mal schnell. Ich bin mal gespannt, ob was mit dem großen Tor in der einen Höhle was kommt. Ich glaube, ja, ist eine gute Frage, aber ich vermute mal, das wird wahrscheinlich eher später erst kommen. Weil das ist ja schon, sieht zumindest für mich mehr wie Late-Game oder Endgame-Content aus. Und ich glaube, also so richtig Hardcore-Late-Game, Endgame-Content, das wird wahrscheinlich noch eine Idee dauern, könnte ich mir denken. So, was haben wir denn bekommen? Abbaugeschwindigkeit T3. Ah, der Recycler, genau. Sehr gut, nice. Guck mal, dann haben wir jetzt die auch los. Sehr schön, jetzt brauche ich mal wieder Wasser. Was brauche ich eigentlich für diesen Grasstreuer nochmal? Zweimal Wasser, einmal Lirma. Ah, verdammt, jetzt haben wir die Lirma nicht mitgenommen, die eine da. Na, egal. Wir gehen ja gleich eh nochmal da rein. In das Raumschiff. Frack. So, da hinten war mein Wassersammler. Gehen wir mal schnell hin. Langplay-Kappa, ja genau. So ähnlich. Hafermilch mit Karamell. Interessante Themen da schon wieder. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin sehr gespannt aufs neue Update und es kann meiner Ansicht nach nicht schnell genug kommen eigentlich. Ich hoffe, die Spielstände sind kompatibel. Da wurde jetzt noch nichts dazu gesagt. Aber ich meine, gut, es ging ja auch, dass man die Spielstände hier von der Version hier, dass man die öffnen konnte. Also, ne, dass man die Demo-Spielstände öffnen konnte hier in der Early Access-Version. Also insofern mache ich mir da jetzt erstmal weniger Sorgen. Die Frage ist halt nur immer, findet man Sachen im neuen Update, die dazu führen, dass man Dinge im Progress, bevor das Update kam, anders hätte machen sollen? Das ist immer so die Frage. Also ändert sich an der Mechanik was. Aber es stand zumindest jetzt aktuell noch nichts davon drin, dass sich die Mechanik groß ändert im Spiel. Es stand so drin, dass sie Quality-of-Life-Änderungen auch machen wollen. Also dass sie halt, ja, wahrscheinlich so Kleinigkeiten verbessern wollen in der Steuerung und so. Also was sie genau machen, stand nicht drin. Halt Quality-of-Life, dass halt das Spiel ein bisschen angenehmer zu spielen ist halt, ne? Das Handling, die Kontrollen und so wahrscheinlich. Vielleicht auch das Jetpack nochmal überarbeiten. Das ist vielleicht nicht ganz so simpel ist. Weil es ist ja schon irgendwie, vielleicht hat das ja dann auch eine Steuerung, eine genauere oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so eine spannende Frage. Was wird kommen? So, jetzt atmen wir mal, genau. Setz mich auf, ich muss essen. Essen kann man schon ein bisschen früher, bevor der Balken zu weit unten ist. Weil Essen nicht so viel auffüllt wie Trinken. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier war die Lirma drin. Die nehmen wir gleich mal mit. Die braucht man nämlich. So, hier war Iridium drin. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Hier ist nochmal Lirma. Obwohl, die zweite können wir auch noch mitnehmen eigentlich. Jetzt reiße ich hier die Heizung noch weg. Die können wir nämlich dann bei uns noch aufstellen eigentlich. So, jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir ganz schön viel Platz hier. Warte. Leider kein Uran. Hier ist Uran nochmal drin. Ein Chip. Ein Stab. Was haben wir hier? Ach ja, das war die Nachricht. Die lese ich jetzt nicht. Die haben wir schon mal gelesen. Dazu am besten nochmal den letzten Durchlauf sich angucken. Weil ich werde jetzt keine Messages hier lesen. Das dauert zu lange. Außerdem sterbe ich dann in der Zeit. Das wollen wir nicht. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht ersticke, wenn ich hier im Raumschiff rumlaufe. Das ist ein bisschen wichtiger, glaube ich. So, ich glaube, vielleicht sollten wir einfach erstmal eine Uranrakete starten, wa? Wenn ich mir das so angucke. Weil ich meine, das reicht jetzt an Uran immer noch nicht, um einen Reaktor zu machen. Aber wenn wir eine Rakete starten, kriegen wir ja ordentlich Uran. Von daher ist das vielleicht der Play jetzt an der Stelle. Und wir können auch gleich nochmal so einen Graspflanzer aufbauen eigentlich. Den könnte ich eigentlich hier in die Gegend stellen. Aber dann muss ich wieder so weit laufen, um den abzureißen. Warte, was habe ich jetzt? Was hat jetzt gefehlt? Ah, Magnesium. Dann nehmen wir jetzt das Magnesium hier noch mit. Bist du eigentlich Top Gun Fan? Wenn ja, da kommt demnächst ein neuer. Ich war nie so ein riesen Top Gun Fan, nee. Ich weiß, dass es da einen neuen geben wird. Ich fand den halt okay, den für so ein typischer 80er Jahre Actionfilm halt. Aber, ja. Ich fand den okay. Ich weiß nicht, ich fand immer Hotshots geil. Ich fand immer die Verarsche von dem Film fand ich immer geiler, mit Charlie Sheen und Fischauge und so, das fand ich immer geil, da habe ich mich immer weggepackt.
Den habe ich gefeiert, den Film. Aber ja, mal gucken. Der neue Top Gun, der soll ja ganz cool sein, weil sie da ja irgendwie Aufnahmen in echten Jets gemacht haben. Das war ja beim ersten Top Gun, war das ja nicht so, glaube ich. Da haben sie ja das immer so mit Tricks, mit Filmtricks und so gemacht. Also halt Cockpit-Aufnahmen im Studio und halt die Aufnahmen von außen von den Jets, die waren teilweise, glaube ich, echt. Also wurden halt von der Armee, die Armee hat ja da irgendwie mitgemacht. Aber jetzt sollen wohl die Aufnahmen richtig aus dem Cockpit aufgenommen sein, wenn man die Figuren halt im Jet sitzen sieht und so. Also wenn der Tom Cruise da im Jet sitzt, dann sitzt der da wohl wirklich drin, keine Ahnung. Da bin ich so schon ein bisschen gespannt rein filmisch. Aber ansonsten, Top Gun an sich ist jetzt nichts, wo ich die Arme hochreiße und sage, yay, das hat's jetzt unbedingt gebraucht, noch einen weiteren Top Gun-Film, keine Ahnung. Mein Leben wäre auch normal weiterverlaufen, wenn es den nicht gegeben hätte. Kann ich an der Stelle schon mal so viel sagen. New Technology war auch dabei. Ja genau, neue Technologien wird es im neuen Update auch geben, das stimmt. Das ist absolut korrekt. So, können wir jetzt schon eine Düse machen? Eine Düse müssten wir jetzt ja eigentlich schon... Jawohl, guck mal. Düse können wir machen. Und was brauchen wir jetzt noch für die Uranrakete? Das weiß ich jetzt wieder nicht. Das habe ich schon wieder vergessen. Das waren, glaube ich, jetzt Kobalt zweimal, ne? Und einmal Lithium, glaube ich. Da habe ich ja dabei. Guck mal. Müssen wir schon machen können. Bin ich mal gespannt. Mann, habe ich die Rampe hier im toten Winkel gebaut. Man sieht die ja gar nicht. Hier ist sie. Ich möchte schon sagen, wo ist sie denn eigentlich? So, Ruftata. Was? Irgendwas stürmt. Ich hab Angst. Oh Gott. Gott sei Dank habe ich das Jetpack jetzt schon gebaut, bevor ich die Startrampe gebaut habe. Warte mal, ich gehe mal lieber rein, sicherheitshalber. Da kommt irgendwas Großes. Ich glaube, da kommen Asteroiden gerade. Hab Angst. Und nochmal, wir brauchen eh nochmal hier, das hier. Asteroiden? Irgendwie ja nicht, ne? Ist, glaube ich, nur ein Sandsturm? Ist, glaube ich, nur ein Sandsturm. Dann können wir, glaube ich, rüber. Alles cool, alles safe. Muss ja aufpassen hier. Da hat 19 Alex gleich 100 Bits gecheert. Vielen lieben Dank. So, dann machen wir mal die Rakete klar hier. Uranrakete, ist doch Uran, ne? Ja, genau. Go, go, Uranrakete. Soll ich im Hardcore-Modus jetzt dagegen springen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich hab's jetzt mal gemacht. Yo! Schön zum Mond, genau. To the moon. To the moon. Nice. Sauber, sauber. So muss das sein. Huch, Sackgasse. Das war doch ein schöner Ablenker. Und ich habe nicht mal Schaden genommen dabei. Außer meine Psyche. Die nimmt immer jedes Mal so ein kleines bisschen mehr Schaden. Ist der Kürbis fertig? Nee. Kann ich noch was trinken? Ja. Kann ich noch so ein... Jetzt machen wir noch so einen Graspflanzer hier. Genau, guck mal, den können wir gleich eigentlich hier vorne hinstellen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ein Faskranzer. So, dann können wir eigentlich noch einen machen gleich. Ich habe ja noch mal Lirma dabei. Nochmal zweimal Wasser und einmal Magnesium. Dann kriegen wir das doch hin hier. Dann wächst doch die Biomasse ein bisschen schneller. Müssten jetzt nicht eigentlich die Asteroiden kommen? Passiert irgendwie gar nichts. Hallo? Ah doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich bleib mal lieber sicherheitshalber noch mal kurz drin. Wenn die jetzt kommen. Ich dachte schon, jetzt haben sie mich betrogen. Einmal ist kein Mal. Gegenspringen. Yo, direkt vor die Haustür. Nice. Irgendwie habe ich Angst immer noch bei diesen Asteroiden. Ich habe irgendwie Angst, dass mal irgendeiner direkt die Base trifft und dann so ungünstig durchglitscht, dass er mich genau am Kopf trifft und ich dann sterbe. Ich weiß auch nicht. Irgendwann kommt das nochmal. Irgendwann passiert das nochmal. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann im Hardcore-Modus, so stirbst du dann direkt. Wenn ich nur wüsste, ich glaube, von rechts kommen so ein bisschen
Versuche ich mich mal ein bisschen so eher so hier drüben an die Wand zu stellen. In der Hoffnung, dass ich nicht erwischt werde. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind sie denn runtergekommen? Also das klang ja alles ziemlich nah so. So weiter. Irgendwie sehe ich ja gar keine Trümmer. Was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts runtergekommen. Hä? Pass auf, jetzt hängt das Zeug irgendwo oben auf diesen Spikes. Das wär's halt jetzt. Die sind doch sehr nah. Ah, da hinten. Okay, warte. Da habe ich was gesehen. Moment, da muss ich nochmal atmen jetzt. Das klang aber irgendwie näher so. Da muss noch irgendwo was liegen, was ich jetzt hier durch diese... durch dieses Gelände hier nicht sehen kann. Vielleicht ist das eine recht ungünstige Stelle, um Raketen zu starten. Alleine schon, weil man hier nicht richtig vernünftig sehen kann, wo was runtergekommen ist durch dieses... Ah, warte, da drüben. Also hier direkt ist gar nicht so wirklich was runtergekommen. Doch, da. Hier ist was. So, dann nutzen wir das gleich mal. Und machen dann gleich auch nochmal einen Reaktor. Einen Kernreaktor. Ich glaube, das wird jetzt schon nicht unwichtig sein. Hier sind zwei nebeneinander eingeschlagen direkt. Sehr nice. Guck mal, da können wir ordentlich abgreifen. Ich glaube, die sind jetzt auch... Ah, Biolabor. Genau, stimmt. Wir hatten den Biodom schon gebaut, aber das Biolabor noch nicht. Jetzt können wir das Biolabor auch bauen. Hervorragend. Jo, guck mal. Hier hat es richtig gescheppert. Ist denn hier mein Raum? Alter, der Raum, der wurde ja... Alter, der Asteroid ist direkt vor dem Raum eingeschlagen. Okay, das ist natürlich ganz schön krass. Achso, warte mal, ich muss ja den erweiterten Crafter muss ich ja benutzen, sonst kann ich ja das gar nicht zum Start machen, da muss ich ja dahin. Nicht schlecht, da hat es richtig gescheppert. Habe ich noch Platz? Nee, ich habe keinen Platz mehr. Okay, warte, dann machen wir jetzt erstmal Stäbe. Und vielleicht auch gleich nochmal eine Düse. Hatte ich nicht noch einen Iridiumstab gehabt? Ich glaube schon. Ich hatte noch einen. Nee, warte. Doch, genau. Einen hatte ich noch. Jetzt machen wir erstmal das Ding. So, und dann können wir nämlich hier... Genau, guck mal, wenn wir jetzt noch... Ah, schade. Hier fehlt uns jetzt das Alloy. Warte mal, hier hinten war noch eine Kiste. Da war noch ein Alloy drin. Und dann können wir, glaube ich, noch eine von den goldenen Kisten abreißen, die wir hier noch rumstehen hatten. Was? Hydration? Oh. Ja, ist okay. Warte, ich muss kurz Wasser holen. Wo ist es denn nochmal gewesen? Hier hinten. Ja, es verbraucht sich hier halt alles immer schneller, ne? Muss man echt immer auf dem Zettel behalten. So, hier, genau. Wasser brauche ich ja für den Reaktor auch. Genau, jetzt brauchen wir noch einmal Alloy. Oder wir stellen es uns her. Ich meine, ich hätte ja fast alles. Warte mal, ich brauche ja nur ein bisschen Kobalt noch. Und dann kann ich einmal Alloy herstellen, oder? Müsste doch gehen, oder nicht? Nee, ach Quatsch, Magnesium fehlt noch. Bevor ich das jetzt suche, kann ich es auch schnell herstellen eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht. Vielleicht, die Kiste hatten wir, glaube ich, auch schon abgerissen, oder? Die war ja hier. Ja, die hatte ich, glaube ich, schon, ja. Habe ich schon weggemacht. Da kriegen wir nichts mehr. Und Goofy First hat auch direkt mit Prime abonniert. 15 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke sehr. So, dann schnell mal herstellen das Zeug. Und dann machen wir das. Energie. Jawohl. Weil sonst geht uns nämlich der Strom hier gleich aus. So, jetzt wäre es ja schlau, wenn wir an sich, ja, nochmal eine Rakete zünden vielleicht. Wir können ja auch schon eine Iridium-Rakete auch zünden. Ich hole jetzt nochmal ein bisschen Uran. Hier hinten lag ja noch ein bisschen was rum und da drüben war auch noch was. Wenn wir jetzt vielleicht erstmal die Energieversorgung ein bisschen ausbauen noch. Dass wir dann nochmal richtig Terraforming reinklotzen können. Das wäre jetzt so der Plan, dass wir erstmal so einen Energiepuffer haben. Ja, und dann wäre natürlich noch die Idee, dass man vielleicht... Komme ich da ran? Schade, man kann sich nicht ducken. Ich glaube, da muss ich warten, bis der Felsen despawned ist.
Da wäre noch eine Idee, wenn wir vielleicht die alten Stromerzeuger noch abreißen. Aber das macht eigentlich bei Strom keinen Sinn. Die können wir auch einfach stehen lassen eigentlich. Schlauer wäre es, wenn wir vielleicht noch mal schauen, ob wir den ein oder anderen... ob wir das ein oder andere Ding abreißen können. Hier von den Bohrern oder so. Und das vielleicht noch mal ersetzen. So, jetzt noch mal schauen, wie viel Strom haben wir. Wir haben jetzt aber immerhin 113 Kilowattstunden. Das ist schon mal ja nicht so schlecht. Ich würde es vielleicht fürs gute Gewissen noch mindestens einbauen. Können wir hier noch mal ernten? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, guck mal, wir können sogar schon wieder direkt das nächste Ding machen. Hier liegt noch was. Moment, das nehmen wir noch mit. Das lassen wir hier nicht liegen. Da liegt auch noch was. Mein Gott, ganz schön viel. Nimm es. Nimm es. Alles mitnehmen hier, nichts umkommen lassen. Hier das auch noch mitnehmen. Schon erstaunlich, wie gestreut die dann doch runtergekommen sind, die Asteroiden. Wenn wir mal überlegen, da hinten ist die Startrampe gewesen. Ist schon ganz schön krass verteilt. Einen können wir noch mitnehmen. Und da machen wir gleich wieder einen Stab und machen noch einen Atomreaktor. Aber vielleicht nochmal Alloy sammeln auch vorher. Weil da haben wir jetzt ja auch nicht mehr so viel. Also genauer gesagt eigentlich gar nichts mehr. Machen wir mal erstmal einen Stab. So, jetzt packen wir mal... Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir jetzt noch einen Stab machen, haben wir noch 4 Stück, die wir nicht verarbeiten können. Lassen wir die 4 Stück jetzt mal hier drin. Die 2 Iridium auch. Und die 2 Stäbe lassen wir mal hier. Jetzt habe ich wieder vergessen, die Dinger zu analysieren. Mist. Und so einen Streuer wollte ich auch noch machen. Machen wir erstmal den Streuer noch. Den Samenstreuer. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir noch Material kriegen. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie lange es dauert, bis das Update kommt, wie gesagt. Wenn die da jetzt mehr Zeit reinstecken, die Entwickler, die Entwicklernasen, dann dürfte das ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Wie gesagt, in den nächsten Wochen haben sie halt geschrieben, aber Wochen kann ja vieles bedeuten eigentlich. Kann ja auch noch ein Monat sein, ne? Das wäre ja auch in den kommenden Wochen, theoretisch. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein, was das genau bedeutet. Und wann das dann genau kommt. Das ist eigentlich so für mich wieder die größte Frage, die mich beschäftigt, was das neue Update angeht. Wie lange dauert es noch? Und ja, wann kommt es? An einem Dienstag wahrscheinlich im Zweifel. Ich bin mal sehr gespannt. So, jetzt sind wir hier. Jetzt hier den Kürbis können wir ernten. Sehr gut. So, jetzt machen wir hier noch die Schreifhaltung. Ah, GPS-Satellit, genau. Da hatte man auch in dem einen Screenshot eine Rakete gesehen. Die hatte so, ich glaube, 3 von diesen Solarpanelen nach unten. Ich weiß nicht, ob das der große GPS-Satellit vielleicht war. Ich meine, man konnte auch einen größeren noch bauen irgendwie. Müssen wir mal schauen. Da bin ich mal sehr gespannt. So, jetzt heißt es wieder Alloy suchen. Essen habe ich dabei. Wasser vielleicht nochmal mitnehmen. Und wir sind schon wieder bei 4,63 MTI. Nice. Terraforming läuft gut. Einmal Wasser haben wir. Sehr gut. Das soll erstmal reichen, glaube ich. Für die Grundversorgung reicht das auf jeden Fall. Ja, und jetzt Alloy. Jetzt muss ich mal überlegen. Oben auf dem Raumschiff. Genau. Ah, ich weiß, wo wir hingehen. Genau, wir holen uns jetzt noch eine goldene Kiste. Pass mal auf. Und zwar oben auf dem Raumschiff da drüben gab es ja noch eine goldene. Die holen wir uns jetzt noch. Da haben wir dann Alloy. Da haben wir nochmal eine schöne Pflanze, die wir auch in den Samenstreuer, Blumenstreuer noch einpflanzen können. Und das treibt das Terraforming ordentlich. Wie willst du das überhaupt schaffen? Updates bei Saatis und Planet Crafter. Na, das Update bei Saatis, das dauert ja noch, bis das kommt. Das ist ja erst Anfang, Mitte Juni so in dem Dreh. Von daher, da ist ja noch über einen Monat Zeit. Dann das Update für Planet Crafter soll ja jetzt im Mai wahrscheinlich noch kommen, voraussichtlich. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe mit den
In einigen Wochen würde ich sagen, das kommt noch im Mai. Vielleicht so Ende Mai. Also ich hoffe mal, dass das zeitlich... Guck mal, wir haben hier wieder Wasser am Start. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das zeitlich so harmonierend übereinstimmt, dass erst das Planet Crafter Update kommt und dann direkt danach das Saatesamen. Aber das wäre natürlich die perfekte Kombo. Aber ja, wenn sich das hier verschieben sollte, läuft es natürlich wieder Gefahr, dass sie sich überschneiden. Ne? Das müssen wir mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Wir werden es sehen. Daumen drücken, ja. Was sich möglicherweise eher überschneiden wird, ist das Planet Crafter Update mit der Early Access von Captain of Industry, weil die beginnt ja auch Ende Mai. Zumindest immer noch laut aktuellem Kenntnisstand. Und die ist ja auch sehr umfangreich. Und da braucht man auch sehr viel Zeit dafür. Also es gibt sehr viele Projekte, die jetzt demnächst auch wieder neu anlaufen werden. Müssen wir mal schauen, wie wir das zeitlich alles geregelt kriegen. Ich wollte ja aufs Dach, Moment. Ich wollte ja gar nicht hier rein, ich wollte ja aufs Dach oben rauf. Jetzt habe ich ja auch das Jetpack. Kann ich da hochfliegen, zufällig? Nochmal schnell atmen und hier komme ich auch hoch, oder? Ja, guck mal, ach, hier komme ich ja auch. Das ist ja easy going. So, und dann war hier die Kiste, genau. Da kriegen wir immer noch mal einen Stab und das können wir auch abreißen. Da kriegen wir ja noch mal Superlegierung. Haben wir schon mal dreimal Superlegierung, wunderbar. Jetzt gucke ich noch mal nach innen. Ja, da gibt es schon wieder kleine Pfützenbildung da hinten. Nicht schlecht. Wird schon wieder feucht hier. Nee, ich bin mal echt gespannt. Ich will mir auch die ganzen Updates reinziehen. Also vor allem bei Captain of Industry wird das noch mal sehr spannend. Weil da sind noch mal richtig viele Inhalte dann drin. Neue Farmen für Tiere zum Beispiel. Und ja, nochmal, ich glaube, die Chip-Produktion haben sie nochmal überarbeitet auch. Und solche Sachen. Also da kommt auch richtig viel noch rein. Da kommen ein paar geniale Updates. Ja, also richtig krasse Sachen. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Ich bin sehr gespannt und ich habe das alles auf dem Zettel so ein bisschen. Und versuche das alles dann so ein bisschen auch zu covern. Also ich hatte ja so ein bisschen mit so einem Sommerloch gerechnet, ja. Also zumindest was Neuveröffentlichungen angeht, neue Spiele, wird es definitiv ein fettes Sommerloch geben. Da kommt nicht mehr so viel Spannendes jetzt. Aber was so Updates angeht, da haben wir definitiv kein Sommerloch. Also da werden wir zugeballert mit Content, glaube ich. Da muss ich sogar zusehen, dass ich dann die Zeit auch finde, das alles zu zeigen und zu machen. Müssen wir mal schauen, wie wir es dann machen. Kann auch dazu führen natürlich wieder, dass sowas wie Going Medieval, wobei da soll es ja auch noch ein Update geben, ein größeres demnächst. Sowas wie Going Medieval oder Crastorio, dass wir das dann natürlich mal pausieren dann auch. Weil das wird dann nicht gehen, dass ich die dann weitermache. Das ist zeitlich ist das einfach nicht drin dann. Das kriege ich dann nicht hin. Jetzt kann ich doch... Kann ich jetzt nicht noch einen Reaktor bauen direkt? Ja, guck mal. Lass mal gleich noch einen Reaktor bauen. Wir haben ja das Alloy jetzt direkt. Ganz große Trucks, ganz große Bagger. Genau, sowas kommt. Und wie gesagt, auch Tierfarmen bei bei Captain of Industry. Ich komme schon mit den Titeln ganz durcheinander, ey. Herrlich. Ja, ist schon geil, was da alles kommt. Also an Mangel an Themen können wir uns hier nicht beklagen. Da haben wir immer was, was wir uns angucken können eigentlich. Es ist für mich immer nur die Frage, wie heftig wird es sich überschneiden dann. Also wie gesagt, Captain of Industry, da müssen wir auch wieder neu starten wahrscheinlich. Das heißt, das wird sowieso nochmal eine ganze Ecke nochmal aufwendiger auch. So, halt, ich brauche Wasser. Ah, Algengenerator. Oh, jetzt schon? Wir haben doch gerade mal ganz wenig Wasser erstmal. Aber cool, dass wir den jetzt schon haben. Können wir ja mal schauen, ob schon irgendein See tief genug ist, dass wir da schon Algen ansehen. Sehen wir mal. So, da habe ich jetzt noch... Wenn ich das jetzt mache, habe ich kein Wasser mehr zum Trinken. Da muss ich mir mal noch Eis besorgen gleich. Wunderbar. So, da haben wir nochmal einen Reaktor gebaut. Jetzt besorge ich mir nochmal Eis. Damit wir hier jetzt nicht verdursten. Sturm? Asteroiden? Oh, oh. Das sind, glaube ich, diesmal sind es, glaube ich, Asteroiden, oder? Ich sehe keine. Oder ist nur ein normaler Sturm? Scheint nur ein Sturm zu sein, okay. Sonst hätte ich, glaube ich, schon welche gesehen. Hier ist gar kein Eis. Da hinten ist nochmal Uran.
Eis? Nee. War nur ein Fleck. Ich meine, zur Not, wenn ich wirklich gar nichts mehr zu trinken finde, kann ich ja auch die Dinger abreißen eigentlich. Warte mal, habe ich hier was gesehen? Nee, sah nur so aus. Da kann man ja eigentlich auch die Samenstreuer abreißen. Da ist ja auch immer Wasser drin. Oh. Jetzt habe ich meinen Sauerstoff aber schon ganz schön strapaziert hier. Geh mal schnell da rein. Boah, es ist hell hier. Ja, es ist ein Sandsturm. Wenn das so hell überstrahlt ist, ist es ein Sandsturm. Okay. Ich brauche wieder Essen. Zum Glück ist meine Bohne gewachsen. Und trinken bräuchte ich eigentlich auch mal wieder. Ich habe jetzt ganz schön viel Wasser so vercraftet hier. Nehmen wir mal das Baumaterial gleich hier raus. Hier muss doch noch Eis sein. Aber hier haben wir natürlich auch schon ganz schön viel gefarmt. Hast du noch keinen Atmosphäre? Habe ich doch, ja. Da war ich doch gerade dran. Aber da habe ich halt schon alles rausgeholt. Das ist halt so das Problem. Hier ist noch Eis, Gott sei Dank. Nimm es. Da habe ich halt schon fleißig rausgeholt immer. Hier ist nochmal Sauerstoff drin, interessant. Und nochmal Essen. Ja, das lasse ich jetzt aber hier drin. Ja, ich weiß. Hydration, schnell zurück und vercraften. Ich glaube, ich brauche nochmal einen zweiten Atmosphärenwassersammler diesmal. Solange ich noch kein Wasser und kein Wasserfilter habe für Seewasser, brauche ich, glaube ich, noch einen. Damit ich nochmal an anderen Stellen auch Wasser abgreifen kann, glaube ich. So, dann macht man das hier, genau. Und dann trinkt das mal gleich. Und dann ist von mir aus auch gleich. Was brauchen wir denn noch für einen? Guck mal, wir brauchen nur Silizium, Magnesium und Kobalt. Hier ist Kobalt drin. Jetzt nochmal Silizium finden. Und nochmal Magnesium. Und dann können wir hier noch einen aufstellen in der Ecke. Dann haben wir an mehreren Stellen eine diversifizierte Wasserversorgung. Du säufst halt zu viel. Ich bin ein Säufer. Gib mir das. Und dann stellen wir den jetzt hier einfach so dazwischen mal. Genau, der kann ja hier seinen Zauber verrichten. Wunderbar. Vielleicht mal wirklich mal so eine richtige Zentralbasis auch aufbauen. Nochmal ein bisschen Material sammeln und vielleicht da hinten beim Biodom einen großen Raum aufbauen. Diese ganzen Sachen hier vielleicht wirklich mal darüber verlegen noch, dass wir nochmal ein bisschen mehr Platz schaffen so insgesamt. Risikominimierung durch Diversifikation, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch fürs Überleben wichtig. Ja, Diversifikation ist ja auch bei der Ernährung wichtig zum Beispiel fürs eigene Überleben. Du isst ja auch nicht jeden Tag immer nur Pommes und sonst nichts, sondern irgendwann giert es dich auch mal nach anderen Sachen. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Planet Crafter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Planet Crafter sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, die an dieser Stelle verlinkt ist, oder meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!